Trugschluss Fasten. Häufigste drei Fehler erklärt. Heute geht es darum, dass Fasten nicht immer den Effekt erzielt, den man oft hört und selbst versucht zu forcieren, sondern eben auch genau das Gegenteil bewirken kann bei dir und dich nicht gesünder, sondern kränker machen kann. Dazu erzähle ich dir heute die drei größten Irrtümer im Fasten. Grundsätzlich soll das Fasten, genauer das intermittierende Fasten, was die meisten Menschen praktizieren, sich positiv auf den Blutzucker auswirken. Auf die Blutfette, auf den Blutdruck und alte Zellen sollen per Apoptose, das heißt recycelt werden, und neue gebildet werden per Autophagozytose. Es senkte auch das Sättigungshormon Leptin in randomisierten Studien mit metabolischem Syndrom. Innerhalb der Gruppe und im Vergleich zur Placebo-Gruppe, was gut ist, da die Menschen dann weniger Nahrung brauchen, damit sie satt werden. Dann hat das Fasten einen Effekt auf das Hormon der Fettzellen, Adiponecetin. Dieses macht unsere Zellen für das Hormon Insulin sensitiv. Das bedeutet, dass die Zellen einfacher Zucker aufnehmen können, was logisch klingt, da sie im Fastenzustand sind und hungrig sind. Auch das Adiponecetin ist statistisch signifikant in der Gruppe und im Vergleich zur Placebo-Gruppe gestiegen durch das Fasten. Auch oxidativer Stress in Form von Malondialdehyd, ein Marker für oxidativen Stress im fettigen Kompartiment bei dir im Körper, sank statistisch signifikant durch das Fasten. Das liegt daran, dass jedes Mal, wenn wir essen, und diese Nahrung zur Energie in den Mitochondrien umgewandelt werden, also unseren Kraftwerken, werden auch Sauerstoffradikale entstehen, die nicht so vehement entstehen, wenn wir fasten. Gleichzeitig stellt der Körper körpereigene Antioxidantien her, die dann überwiegen. Dann gibt es auch Tierstudien hier aus älteren Videos, ja, wo die Lebenserwartung gestiegen ist durch die Fastendauer der Tiere. Jetzt kommen die drei wichtigsten Punkte. Wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lass sehr gerne einen Daumen nach oben da und abonniere sehr, sehr gerne. Punkt Nummer 1. Diese Ergebnisse des Fastens und der Lebensverlängerung werden sehr wahrscheinlich mit einigen Menschen korrelieren. Dies ist aber leider noch nicht kausal belegt. Warum? Die Bedingungen bei Mäusen sind sehr leicht konstant zu halten. Die gleiche Umgebung, das gleiche Fressen, das gleiche Wasser, kein Stress und so weiter. Das ist jetzt alles bezogen auf die vorherige Studie zur Verlängerung der Lebenserwartungen bei Tieren. Da muss man das wirklich einmal für sich wissen, dass das natürlich konstante Bedingungen sind, die dort vorherrschen in diesen Laboren. Dies ist bei Menschen völlig anders. Es geht nicht aus ethischen Gesichtspunkten und der Ethikkommission, dass man den Menschen einsperrt für konstante Bedingungen. Also werden Parameter wie Stress, Nahrung, Wassermenge, Sport und so weiter die Ereignisse immer beeinflussen bei Menschen. Wo wir den Punkt schließen, jeder Mensch ist individuell und hat einen unterschiedlich schnellen Stoffwechsel. Das kann verschiedene Gründe haben. Einer ist zum Beispiel die Funktion der Schilddrüse. Jemand, der einen TSH-Wert von 0,4 hat und jemand, der einen von 4 hat, liegen beide noch im Normbereich. Diese beiden Menschen sind aber sicherlich stoffwechseltechnisch grundverschieden. Das bedeutet, Menschen mit einem schnellen Stoffwechsel und gut funktionierenden Mitochondrien und Verdauungstrakt müssen weniger lange fasten für die gleiche Wirkung. Daher spielt der Darm eine wichtige Rolle, denn jemand, der die Nahrung gut und schnell verdauen kann, durch eine gute Muskulatur im Darm, genauer genommen die Peristaltik, sowie genügend Verdauungsenzyme aus der Bauchspeicheldrüse, für diesen beginnt die Fastenzeit natürlich schneller. Als jemand, der um 18 Uhr das letzte Mal isst, mit einem nicht optimalen Darm, aber die Nährstoffe deutlich später erst ins System gelangen, genauer genommen zu den Kraftwerken der Zelle. Ballaststoffreiche Ernährung hilft, mehr Gallenflüssigkeit zu produzieren, was bei der Verdauung hilft und gleichzeitig sogar Cholesterin ausscheidet. Also pflanzenbasiert Ballaststoffe trainieren die Darmbewegung, da die Muskulatur mehr arbeiten muss. Die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, spielen ebenfalls eine große Rolle. Sind diese heruntergewirtschaftet durch zu viele Umweltgifte, zu wenig Bewegung oder Schwermetalle, arbeiten diese nicht so effizient und der Stoffwechsel ist deutlich langsamer.
Jemand mit jungen und vielen Mitochondrien muss deutlich weniger fasten als jemand, der nur sehr wenig hat und diese nicht optimal funktionieren. Mitochondrien können fusionieren, sodass die noch effizienter arbeiten. Wie eine Arbeitsgemeinschaft. Sie können auch eine Fission einleiten, die den nicht funktionierenden Teil des Kraftwerks abtrennt. Daher Fazit. Je nachdem, wie gut dein Stoffwechsel und dein Körpergewicht optimiert ist, kannst du länger fasten oder benötigst du tatsächlich nur kürzere Zeit. Alles darüber hinaus würde in Stress für den gesunden Körper münden. Denn der gesunde Mensch würde tatsächlich schnell gesunde Masse verlieren, unter anderem Muskelmasse, wenn man es übertreibt. Der Kranke hingegen würde nicht an Masse verlieren, da Gifte aus dem Blut im Bindegewebe und im Fettgewebe eingelagert werden. Solange der Körper nicht die Entgiftungskapazitäten frei hat, diese Gifte loszuwerden, zu detoxifizieren und vor allen Dingen aus dem Blut, das heißt genügend Glutathion und Alpha-Liponsäure zu haben, wird er nicht so schnell Fett verlieren, da die Gifte sonst unkontrolliert ins Blut gelangen würden. Blut ist ein sehr, sehr streng kontrollierter Raum für den Körper. Kurzes Fazit, ballaststoffreiche Ernährung und achten auf Glutathion und Alpha-Liponsäure, gerne mal messen, auch mal beim Arzt, denn das sind wirklich die wichtigsten Faktoren bei der Entgiftung vor allen Dingen auch. Ja? Und dann bei dem Fettverlieren natürlich auch, denn die Gifte müssen gebunden werden, wenn Fett abgebaut wird. Punkt Nummer 2, Sportler, diese haben natürlich einen höheren Kalorienverbrauch. Diese müssen in der Regel nicht so lange fasten, da sie während des Trainings den Körper in einen Fastenzustand versetzen. Da wie beim Fasten der Körper alle Reserven verbraucht, die er gerade locker sitzen hat. Daher ist es extrem wichtig, dass man trotzdem seine Kalorien in diesem kurzen Zeitfenster isst und schafft. Das ist nicht so leicht und kann dazu führen, dass man weniger isst. Was bei mir der Fall ist, daher faste ich nicht 16 Stunden, sondern eher so 13 Stunden. Wenn man dann immer weniger isst, wird man irgendwann auch Kraft verlieren auf Dauer und Muskeln dadurch ebenfalls einbüßen und seinen Stoffwechsel ebenfalls verlangsamen. Daher wichtig, die Kalorien müssen trotzdem passen in dem Zeitfenster, das man sich quasi gesetzt hat. Daher sollte man sich dann mit den Lebensmittelauswahl quasi nochmal genauer beschäftigen. Denn viele essen die wildesten Kombinationen in kurzer Zeit, weil sie müssen die Kalorien reinbekommen, was der Körper aber schlecht verdauen kann. Daher sollte man hier auf seine Stuhlkonsistenz achten und auf die Frequenz, wie oft man auf Klo muss. Als Sportler sollte man schon zweimal pro Tag müssen und als Nichtsportler sollte es schon einmal pro Tag sein. Punkt Nummer 3. Jojo-Effekt und das Stresshormon Cortisol, was zu einer Nebennierenrindenschwäche führen kann. Der wichtigste Punkt ist sicher, dass man es in einem Tempo macht, das für einen selbst zu leisten ist. Wenn man sich zu sehr quält, dann ist der Körper noch nicht bereit. Das ist wie bei einem Kleinkind, das alle 4 Stunden Essen braucht, da es eben noch keinen ausgeprägten Feststoffwechsel kennt, sondern nur den Zuckerstoffwechsel. Dieses infantile Verhalten wird leider auch oft von Menschen manifestiert, die sich nicht natürlich ernähren, sondern von synthetischen Aromen und Süßstoffen sowie Zucker. Man muss dem Körper die Zeit geben, auf den Fettstoffwechsel umzustellen. Denn selbst bei 16 Stunden Fasten wird der Körper einige wenige Ketone schon aufbauen. Fängt man direkt mit großen Abständen an, passiert das hier wie in der Studie, wo 16 Stunden von jetzt auf gleich gefastet wurde. Man sieht, dass die Blutzuckerwerte sich nicht signifikant gebessert haben. Das liegt daran, dass es für den Körper als Stress aufgefasst wurde, dieses schnelle lange Fasten täglich zu dulden. Der Nummer 1 Blutmarker für Stress im Körper ist der Blutzuckerspiegel, denn das Hormon Cortisol veranlasst, dass Glukagon, ein Hormon aus der Leber, Zucker in das Blut weiter hineinzupumpen, damit du Energie hast für die Stresssituation, die du dir in deinem Kopf kreiert hast. Daher ist die Langzeitwirkung auf den Blutzucker des Fastens heute in Studien nicht konstant betitelt. Daher gibt dein Körper Zeit. Jetzt gebe ich euch noch einen Tipp. Ein gutes Indiz ist, wenn man nachts nicht mehr auf Klo muss, dann ist der Körper oft bereit für den Fettstoffwechsel und längeres Fasten am Tag. Denn das praktiziert er ja schon in der Nacht. Wirst du hingegen sehr häufig wach, gerne mal wach, dann kann es darunter liegen, dass dein Hirn
zu wenig Zucker über die Nacht hat und damit den Fettstoffwechsel noch nicht beherrscht. Es gibt nur ein Tempo, das ist deins und nicht das der anderen. Danke für die Aufmerksamkeit, abonniere nicht vergessen und wir sehen uns im nächsten Video. Ich sag tschüss.